Sandra. Magst du zu mir kommen oder kein Bock? Nee, ich komm gern. Ja? Ja, ich habe keine Angst vor dir. Was war das gestern für eine Challenge? Ja, ich war abgelenkt. Das sah so gut aus, was er gemacht hat. Deswegen. Der Paco, was der Paco gemacht hat, sah so unfassbar gut aus. Konnte ich mich nicht konzentrieren aufs Spiel. Mhm. Wen nimmst du denn heute? Ja. Paco. Paco. Der Schlecker vom Dienst. Ja, das ist ja gerne, gell? Wenn du kurz Zeit hast. Ja, bitte. Schleckmaschine. Wer sind denn deine Favoritinnen hier in dem Haus? Oh, ich habe jetzt die Kim, dann habe ich die Shakira, Sabrina habe ich auch auf dem Schirm. Und jetzt hatte ich heute allerdings auch ein tolles Gespräch mit der Alicia. Einer ist vergessen. Sandra. Also, ach so. Die nicht? Die gehört nicht dazu? Sandra ist auch natürlich ein toller Charakter, ne? Ich mag dich unfassbar gern. Du bist bildhübsch. Aber gehört nicht zu deinen Favoriten? Ich weiß nicht. Wir hatten halt noch nicht so tiefe Gespräche. Ich würde mich ja gerne mehr connecten, aber Pacos Zunge ist ja manchmal woanders. Deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, auf ihn zuzugehen. Sandra, warum glaubst du denn, Paco, es könnte dein Perfect Match sein? Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mich für den entscheide, der mir hier am besten gefällt. Ja. Da bleibe ich bei. Und bei den anderen schaue ich erst noch mal, wie das mit dem Spiel so funktioniert. Ich sehe schon, Heidewitzka, Herr Kapitän. Dann lockt euch mal ein. Mal schauen, was das Orakel sagt.